Im Buch Jesaja des Alten Testaments, das 1300 Jahre vor dem Koran verfasst wurde, lesen wir: Seht, das ist mein Diener, den ich stütze. Den ich stütze ist die Übersetzung des hebräischen Etmoch. Die Schreibweise Etmoch ähnelt zweifelsfrei der hebräischen Schreibweise von Ahmed, welcher ein Name des Propheten Mohammed ist und Gott ihn im Koran so nennt. Das ist nicht die hebräische Schreibweise von Ahmed, weil man hier ein Chet benutzen würde und nicht ein He. Generell existiert der Name im Hebräischen sowieso nicht. In Anbetracht der Tatsache, dass Jesaja an jeder Stelle seines Buches den einzelnen Diener Gottes mit dem Namen identifiziert, wie im Kapitel 20, Vers 3, 37, 35, 41, 8, macht es keinen Sinn, davon auszugehen, dass genau an dieser Stelle der Name des Dieners nicht identifiziert wird, sondern umgeschrieben wird zu "den ich stütze". Das ist einfach nur kompletter Unsinn, das stimmt nicht. Wir haben sehr viele Stellen, wo Jesaja nämlich von dem Knecht Gottes spricht und da wird niemand mit dem Namen identifiziert. Ja, tatsächlich ist das sogar meistens der Fall. Wie zum Beispiel in Jesaja 42, 19, 43, 10, 44, 26, 49, 5, 49, 6, 50, 10, 52, 13, 53, 11, 54, 17, 56, 6, 63, 17, 65, 8, 65, 9, 65, 13, nochmal 65, 13, nochmal 65, 13, 65, 14, 65, 15 und 66, 14. Und dazu natürlich dann auch Jesaja 42, 1, worum es ja gerade geht. Das sind insgesamt 16 Stellen. Wenn man jetzt Jesaja 42 noch mit dazu nimmt, dann sind es 17 Stellen. Und im Vergleich dazu Stellen, wo es eben nicht der Fall ist, also wo der Name dann da steht, das sind nur 12 Stellen. Also es ist sogar weniger oft der Fall. Dementsprechend ist es öfter der Fall, dass da nicht der Name identifiziert wird, als dass es da passiert. Und ja, dann gibt es noch 7 Stellen in Jesaja, wo dann einfach nur Knecht steht, aber dann eben kein Bezug zu dem Knecht Gottes ist. Wie wir sehen, was er gerade gesagt hat, ist kompletter Unsinn, das stimmt einfach nicht. Wir können sehen, dass es sich hierbei um einen Abschreibfehler von Kopisten handelt, wie es mit ähnlichem Muster an 19 Stellen der Jesaja-Manuskripte zu finden ist. Nein, das ist kompletter Unsinn, einfach aus dem Grund, dass wir nicht ein einziges Manuskript haben, was Ahmed sagt oder irgendwas in die Richtung, was nicht mal ein hebräisches Wort ist oder ein hebräischer Name. Und nicht nur das, wir finden generell in diesem Wort keine weiteren Varianzen zu irgendeinem anderen Wort. Was wir aber finden, ist in den Schriftrollen vom Toten Meer, dass eine komplett andere Schreibweise von diesem Wort existiert. Und diese Schreibweise widerlegt gerade so ziemlich alles, was er gesagt hat, weil dort eben noch 2 weitere Buchstaben stehen, und zwar ein Wow und ein He. He, das ist am Ende des Wortes, und das Wow hinter dem Mem. Durch das Wow sehen wir, dass hier eben O-Vokal betont wird und kein A-Vokal. Dementsprechend ist es Etmoch und das ist definitiv nicht Ahmed, das ist einfach nur nicht richtig. Und zudem sollte man jetzt noch erwähnen, dass er sich jetzt auf Ähnlichkeiten in dem neuhebräischen Skript bezieht, während zur Zeit Jesajas und die Jahrhunderte danach das überhaupt gar nicht verwendet wurde. Da wurde nämlich ein anderes Skript benutzt, und zwar erstmal das paläohebräische Alphabet. Und wenn wir dort sehen, wie ähnlich diese Buchstaben sich sehen, die er gerade angesprochen hat, und by the way, er hat gesagt, bei dem Tav in Etmoch müsste eigentlich ein He stehen, aber das stimmt nicht, da müsste ein Chet stehen, damit es Ahmed wäre. Aber wenn wir jetzt mal das hier vergleichen im paläohebräischen Alphabet von der Ähnlichkeiten von den Buchstaben, dann sehen wir, das ist überhaupt gar nicht gegeben hier. Dementsprechend Verwechslungsgefahr ist hier nicht wirklich. Und wenn er sagen würde, okay, dann nehmen wir aber ein späteres hebräisches Alphabet, wie zum Beispiel das aramäische Alphabet, was dann nach dem babylonischen Exil auch benutzt wurde. Allerdings sehen wir auch hier, das ist auch ein bisschen unähnlicher als das, was er jetzt vorgetragen hat, aber da kann man zumindest noch sagen, ja, okay, kann man vielleicht noch sehen, diese Ähnlichkeit, okay, aber dann sind das über 200 Jahre nach der Verfassung dieses Buches, mindestens, wenn nicht sogar noch länger, ja, und noch weiter voraus, also wo es dann diese Quadratschrift gibt, die er jetzt vorgebracht hat, das ist noch viel, 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 viel später. Zu behaupten, dass quasi 200 Jahre das protohebräische Alphabet hier benutzt wurde für diese Stelle und dann später in einem anderen Skript, Jahrhunderte später, jetzt dieser Kopistenfehler passiert sei,
Das ist einfach nur komplett ahistorisch, weil wir kein einziges Manuskript haben, was irgendwas in die Richtung aussagt. Dementsprechend, das ist einfach nur komplett falsch und im akademischen Bereich würde so eine Argumentation absolut gar keinen Fuß finden.